Willst du das mitnehmen, Alge? Snacks. Echt jetzt? Okay. Ich musste fast brechen. Oh, das ist das Ekligste, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Oh, für mich geht es zum ersten Mal zu einem Festival, beziehungsweise es ist das zweite Mal, aber das erste Mal hat total geregnet, deswegen zählt es irgendwie so für mein erstes Mal. Und da brauchen wir natürlich so ein paar Besorgungen und die werden wir jetzt holen. Wir gehen jetzt in die Stadt in einen Asiamarkt, weil da gibt es richtig geile Snacks. Und wir gucken mal nach sowas, was ein bisschen außergewöhnlich aussieht, weil die packen wir direkt mit rein in die Tasche und die probieren wir heute schon mal aus. Weil sowas wollte ich schon immer mal machen. Irgendwelche Dinge kaufen, wo man nicht so richtig weiß, was das ist, mal ausprobieren. Sind wir uns auch mit am Start? Der Isel ist ein bisschen krank. Wir sind angekommen. Ja. Oh, oh mein Gott, das ist wirklich der Himmel hier für mich. So, okay, was brauchen wir? Du darfst ja 2 bis 3 Sachen raussuchen und ich suche mir 2 bis 3 Sachen raus. Darf sie auf jeden Fall. Das sieht todeswitzig aus. Boah, das sieht aus wie dieses typische normale Müsli halt eigentlich. Aber es ist so ein Riegel zum Abbeißen. Cracker, ja. Das finde ich geil. Das nehme ich mit. Sieht ein bisschen aus wie Oreo. Boah, das ist doch Alge oder so, oder? Willst du das mitnehmen? Alge? Echt jetzt? Okay. Ich kann mich hier nicht entscheiden, ne? Oh, ich glaube, ich nehme noch Kit Kat. Warum ist das? Schokolade Orange mit. Das sieht geil aus. Nee, warte mal, nicht nur Süßigkeiten. Wir müssen auch mal andere Sachen mitnehmen. Nicht nur Süßigkeiten. Ich bin ja richtig dumm. Es gibt ja noch andere Sachen, die witzig sind. Wollen wir das trotzdem mitnehmen? Ja. Nehmen trotzdem mit. Okay. Guck mal, die pinken Nudeln, die pinken Buddha-Nudeln. Ich schwöre es euch, das sind die geilsten Nudeln, die man sich selber machen kann. Wirklich so Carbonara-Style-mäßig. Nee, das. Sören, das ist Lager. Sören. Da gibt's die versteckten Sachen, die sind Crispy Flakes. Getränke sind gut. Echt? Das ist ja geistig. Stimmt, aus dem 7-Eleven. Das kennen wir aus Thailand auch noch, das stimmt. Das ist grüner Tee, Honig, Zitrone. Oh. Der kostet 2,30 Euro. Ja. Im 7-Eleven kostet der 20 Cent. Mit Vitamin C. Ich nehme das hier mit. Ich habe uns ein bisschen Reis mitgenommen. Junge, das sind 18 Kilo. Seid ehrlich von euch? Wer bunkert das zu Hause? Auf Standard. 18 Kilo Reis. Asiatische Familien. Echt? Die haben sowas zu Hause. Das ist crazy, weil die essen immer Reis. Das ist crazy. Das macht Sinn. Wie viel kostet so eine Tüte Reis? 30 Euro. Nee, 40. 30 bis 40 Euro. Das ist richtig günstig. Davon kannst du viel essen. Wow. Boah, ist das geil. Ich liebe Gyoza. Und Dumplings. Das probiere ich auch. Boah. Oh, wie wär's? Die snacken auf dem Festival? Voll. Boah, willst du mal die Pilze probieren zu den Nudeln? Die habe ich schon mal gemacht. Sein muss. Ich nehme jetzt noch Enoki-Pilze mit. Das ist übrigens eine richtig geile Beilage zu diesen Nudeln. Aber ich glaube, beim letzten Mal hat mir das nicht so gut getan, so ein bisschen im Bauch. Hier? Ja. Perfekt. Aber vielleicht, mal gucken. Ich habe noch Bock auf eine Nachspeise. Das sind gar nicht Sachen, die man fürs Festival nähen kann. Nö. Die wir einkaufen. Das ist total dumm. Aber jetzt gar nicht so irgendwie in so einen Hunger. Die snacken wir einfach zu Hause. So, wir gehen es jetzt bezahlen, dann gehen wir nach Hause und dann zeige ich euch mal unsere Ausbeute. Okay, jetzt kommt der ultimative Taste-Test. Also, wir haben hier die Enoki-Pilze, die Nudeln und die Gyoza. Mhm. Die Nudeln sind richtig geil. Mhm. Also, ich mag die Pilze richtig gern. Boah. Gut? So lecker. Mm, gut, angelangt jetzt bei der Nachspeise. Ja, aber mit Gemüsefüllung, das ist doch keine Nachspeise. Nein, nein, das ist süß und das andere ist Gemüse. Warum zuerst das? Ja, okay. Gemüse zum Abschluss. Wow, das aussieht. Du magst es gar nicht, ich sehe das, dann will ich das nicht probieren. No. Du kannst das richtig schlecht verstecken. Bitte probier, schmeckt super. Ist das Alge? Was ist das? Das ist mein Seetang. Nee, also das ist räudig. Ich glaube, ich muss das ausspucken. Ich bin mir nicht sicher. Guck mal, das ist mit Stückchen. Habe ich nicht gesehen. Das mag ich, glaube ich, auch nicht. Lass mich davon mal das Zeug runterspülen. Mm, geil, süß wie Sau, aber lecker. Aber das ist krank. Das ist echt lecker. Ah, das geht. Das ist ein bisschen wie Bubble Tea. Das schmeckt eigentlich sogar ganz geil. Das soll jetzt süß sein. Das ist überhaupt nicht süß. Das ist Bohnen. Da stand auch nirgendwo süß drauf. Das ist aber wirklich leicht süß. Das ist schrecklich. Und das ist Horror. Ich finde, das ist okay. Ich sag, das schmeckt nicht, was jetzt kommt. Wir haben ja 8 richtig geile Zigarillos. Boah, wie das riecht. Boah, nee. Fisch. Weißt du, was es ist? Das ja, ist einfach nur das. Rollen. Das ist einfach nur das, was du um Sushi rumdingst. Einfach nur hart gemacht. Aber da fehlt das Sushi drin. Ja, ja, du isst die pure Alge. Alge. Warte, ASMR. Warte.
Aber gar nicht so schlecht. Echt? Ja. Ja, aber auch nicht so geil. Hä? Was ist denn jetzt los? So schlimm ist das nicht. Jetzt übertreibst du aber richtig. Doch, das ist gar nicht. Was? Das ist gar nicht meins. Das habe ich noch nie erlebt, dass du. Was war das denn? Ich musste was brechen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ganz schrecklich für mich. Ich weine, ich weine. Da beiß ich jetzt nochmal ab, nur um dir zu zeigen, dass es nicht so schlimm ist. Doch. What? Das geht richtig. Wirklich? Ja. Würdest du das so am Abendessen uns nehmen? Das ist ein Schmackofatz. Oh, pack das weg, der Geruch. Ja, oh, das ist das Ekligste, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Mal zur Abwechslung bitte was Geiles. Ja, das muss geil sein. Das muss geil sein. Das sind doch Nüsse, oder? Hier. Das sind wie gebrannte Mandeln. Mandeln, ja. Das ist aber geil. Ich würde gerne wissen, wer das einfach so als Snack isst. Oh, was ist das für eine Verarsche? Guckt euch diese Riesenpackung an, aber hier steht's auch eigentlich ganz groß und dick. Guck mal, wie viel da drin ist. Das war's. 7 Stück in dieser Riesenpackung. Ist das eine Verschwendung? Kennst du Softcake? Ja. So, das schmeckt 1:1 wie Softcake. Das nur in hart. Kann man die nicht kauen? Doch. Doch, machen die alles mit Bohnen. Hä? Das magst du? Mhm. Oh, nee. Auch wieder gar nicht meins. Ich lebe so. Ich krieg meine Zähne nicht mehr zusammen. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr zwischen den Zähnen. Kriegst du mich nicht mehr zusammen, oder? Du hast hier überall Alge. Du hast hier überall Alge. Also wenigstens war der Hauptgang eine 10 von 10, wirklich. Sonst wäre ich so traurig jetzt. Ja. Fazit ist KitKat und das hier. Ja. Und das andere, das werde ich mal versuchen zu verschenken. Immer wieder. Wenn wir Besuch haben oder so, an den einen oder anderen. Der freut sich darüber vielleicht. So, gleich ist es soweit. Und wir brauchen natürlich noch ein passendes Outfit. Ich habe übrigens auf den Wetterbericht geguckt und ha, so viel Glück wie ich habe, wird es natürlich nicht so schön sonnig. Vielleicht sogar wieder Regen, ich weiß es nicht. Und es ist immer so kacke, weil da weiß ich immer nicht, was ich anziehen soll. Aber wir gehen jetzt mal zu meinem Kleiderschrank und das ist nicht dieser tatsächlich, der fast den ganzen Raum einnimmt. Das ist nämlich Sörens einer. Meiner ist das. Der kleinere von beiden. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, die meisten, in den meisten Beziehungen haben die Frauen die größten Kleiderschränke. Aber nee, hier hat es der Sören. Und der Sören hat es auch richtig schön nach Farben sortiert. Das ist der Wahnsinn, der Mann, oder? Und bei mir sieht das Ganze dann eher so aus. Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht dann das einfach drüber ziehe. Also das ziehe ich dann aus, und da habe ich einen Sport-BH mit dem Oberteil. Ja, und diese Hose dachte ich noch dazu. So eine Cargo-Hose, damit friere ich nicht. Man sieht trotzdem so ein bisschen aus, wie als würde man auf ein Festival gehen. Aber ja, andere, die können sich so krank stylen und die haben ganz viel Glitzer und Zeugs und so und Accessoires. Ich habe das alles irgendwie gar nicht. Ich mache mich dann soweit ready und dann geht's für uns alle gemeinsam aufs Festival. Geil, ich freue mich. Ist jetzt irgendwie doch eine andere Hose geworden. Aber ich wollte einfach nicht frieren und die ist schwarz und die kann auch nicht dreckig werden. Stell mir mal meinen guten Transporter ein und dann fahren wir jetzt mal eine schöne Stunde straff dahin. So, wir sind angekommen und ganz spannende Sache, die ich ja vorher nicht wusste, weil ich es ja noch nie gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ob das bei jedem Festival so ist, aber wir haben eigentlich Ticket für Main Camping und für das ganze Wochenende. Und dann sind wir zum Main Camping gefahren und die meinten, wir kommen da jetzt nicht rein, weil wir noch ein extra Parkticket brauchen für 70 Euro. Das ist doch total doppelt gemobbelt, so, wir bezahlen fürs Main Camping und dann nochmal, dass man da überhaupt mit dem Auto stehen darf, so, hä? Vor allem, wenn man im Transporter schläft. Wie doof ja, ist das denn? Vor allem, wenn man im Transporter schläft, so, und jetzt stehen wir irgendwo außerhalb und jetzt laufen wir bis dahin. Und es ist auch nicht nur so ein kleines Stück, das ist bestimmt eine halbe Stunde jetzt, oder? Hier machen richtig viele Besitzer von den Autos die Kennzeichen ab. Werden die hier geklaut oder was ist das hier für Sinn und Zweck? Ich habe es noch nie gesehen, keine Ahnung. Was ist hier? Was ist dein erster Eindruck? Ja, typisch Festival, ne? Ey, ich war ja noch nie auf dem Festival, das ist für mich gerade richtig so wie so ein Kulturschock. Nicht auf dem Campingplatz, von einem Festival. Ja, stimmt, auch noch nie auf einem Campingplatz bei einem Festival. Liegt jemand in seinem Schlauchboot. Wisst ihr, ist ja auch wie auf dem Bazar. Ja, das ist wild. Das ist ja crazy. Sören, wir haben es geschafft. Oh, endlich. Jetzt müssen wir nur noch auf die Suche nach den anderen gehen. Das ist schwer. Aber geil. Sieht echt cool aus hier. Ah! Verdammte Scheiße. Sind wir erschrocken? Das Bungee-Jumping, Sören! Wenn Bungee-Jumping nicht so teuer ist, dann mache ich das, glaube ich. Keine 50, 70 Euro kostet. Oh mein Gott, da ist es. 70 Euro! 70 Euro genau kostet 70 das. Geschätzt. Geisteskrank. Aber ich guck da jetzt zu. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, das ist nicht so geil aus, oder? Okay, also das ist mir, glaube ich, das ist mir nicht wert.
Aber wenn ihr jetzt sagt, Leute, ich muss unbedingt machen und ihr stimmt dafür ab, dann werde ich es beim nächsten Mal machen. Wer ist die anderen gefunden? Das ist mein Musik. Ey, der hat gar nicht reagiert. Hat ihn überhaupt nicht interessiert. Mission failed. We'll get him next time. Zu hart, die Musik. Ja, das habe ich so ungefähr gesagt. Wir haben übrigens richtig Glück im Wetter. So geil. Okay, die Spannung steigt. Sören zeigt jetzt seine krassesten Tanzskills. Wir brauchen jemanden, der das so kann. Okay. Okay, also wir sind jetzt in der Goa-Zone. Wow, Roberto haut heftige Nebeleffekte in die Kamera. Geisteskrank. Zeig uns doch mal, zeig uns doch.